goed. Ja, ja, is goed, is goed. Ja. Oh, is die knap, hè? Ja, aber happy haben wir gemacht, weil also zuerst in erster Linie für nach der offenen Lernhäuser. Und Frau Lisibach, die Chefköchin, die arbeitet ja auch viel mit uns. Man hat nicht so es ist ein Lehrer, so das Gefühl, sondern eher mal einfach jemand, der uns halt hilft beim Kochen, der etwas mehr weiss. Und im Hinterkopf hat man dann halt immer gehabt, dass sie eine Gourmet-Köchin war. Und dann hat man dann halt auch ihren Respekt gehabt und hat es cool gefunden, dass man so etwas machen überhaupt, dass sie für uns Zeit nimmt. Für mich ist es einfach immer schön, wenn du junge Leute hast, motivierte Leute hast und siehst, du kannst ihnen etwas beibringen. Sie sind alle drei das erste Mal bei mir in der Küche gestanden. Und ich musste wirklich sagen, Chapeau, die haben das super gemacht. Weil es ist nicht einfach gesehen, durch das, dass wir den Service noch nebenzu auch noch hatten. Aber sie haben ihre Arbeit gut gemacht. Und das ist für mich nachher am Abend wieder die Freude, wo ich sagen kann, mal, es gibt Leute da, die du motivieren kannst. Du musst einfach sehr viel Zeit investieren. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich gehe ja nachher in die Lehre als Restaurationsfachmann. Also liebst mit anderen zusammen zu arbeiten und so. Und dann Kochen macht eh Spass. Also, wir haben es immer lustig. Wir machen jetzt noch mal mit der Klasse, wenn wir mal kochen. Und was so richtig Spass macht, ist halt einfach das Thema. Also das Thema sein und eben miteinander kochen. Und ich liebe es. Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass du noch einen Beruf ausüben kannst, wo du Freude daran hast. Und dass das dazugehört, dass das Leben einfach auch da ist, um etwas zu arbeiten. Und wenn du etwas schaffst, dann kannst du auch nachher etwas erreichen. Und dann kommt es nicht darauf ab, welchen Beruf du machst. Es geht darum, dass du das mit Freude machst, dass du die Motivation aufbringst. Und dann stehen dir nachher alle Tore offen, in jedem Beruf. Es ist sehr, sehr faszinierend, wie die Kinder Freude haben. Oder die Jugendlichen am Mithelfen. Sie werden wertgeschätzt, sie können einen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist auch, was die Schule auch auszeichnet. Dass man für irgendetwas brennt. Dass man nicht nur eben Schulstoff durchpaukt, wo man sich hinterher fragt, wofür brauche ich das im Leben, sondern dass man irgendwie etwas hat, wo man Spaß dran hat und das macht man gerne. Ob da man hinterher seinen Lebensunterhalt verdient oder nicht, weiß man noch momentan nicht, aber auf jeden Fall hat man etwas Spaß und das bereichert das Leben am Ende.